Ja, was ist das New Work Concept? Das New Work Concept geht davon aus, dass der Mensch das intellektuelle Kapital des Unternehmens ist, das die Leistung erbringt und stellt deswegen den Menschen in den Mittelpunkt. Menschen sollen sich so weiterentwickeln, wie sie es möchten. Die Mitarbeiter sollen ihre Freiheit wieder erlangen und sie sollen sich persönlich entwickeln können. Und das bedeutet, dass der Fokus nicht mehr auf gemessener Produktivität im herkömmlichen Sinne liegt, sondern auf der persönlichen Entfaltung. Ein glasklares Jein. Logisch, wenn jetzt der Buchhalter plötzlich kreative Anwandlungen bekommt, dann ist es eher subideal, denn in der Buchhaltung, wenn da was kreativ ist, dann ist es meistens illegal. Nein, die persönliche Entwicklung, die muss natürlich zielgerichtet sein und dem übergeordneten Unternehmenszweck dienen. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass jeder das macht, was er will, wie er will, wann er will und wo er will. Aber es ist ja bereits heute jedem Manager, der sein Geld wert ist, klar, dass Menschen dann die beste Leistung erbringen, wenn sie Freiheiten haben, wenn sie das machen können, was ihnen Freude macht. Und das gilt ganz besonders für das Wie. Ja, ich sag mal, wenn das Ziel erreicht wird, ist ja egal, auf welchem Weg das Ziel erreicht wurde. So, und dieser neue Umgang mit auch einer neuen Generation von Mitarbeitern, der erfordert natürlich andere Führungseigenschaften wie die traditionellen. Das war so klar, dass das als nächste Frage kommt. Ja, also zunächst einmal finde ich, ist es ganz wichtig, loslassen können. Ja, man kann nicht und man sollte nicht die Mitarbeiter so kontrollieren, wie man das vielleicht früher mal gemacht hat, und schon gar nicht mikromanagen. Und Mitarbeiter wünschen sich alle persönliche Freiraum, auch Entscheidungsfreiräume. Und da muss man loslassen können und man muss darauf vertrauen können, dass die Leute auch ihren Job machen, wenn ich nicht ständig hinten dran stehe. Das setzt natürlich voraus, dass ich die A richtig geschult, trainiert, ausgebildet habe. B, dass ich sie mit den richtigen Entscheidungsfreiräumen ausstatte, sodass sie auch entscheiden können, was sie entscheiden müssen, um ihre Arbeit zu tun. Und C, dass ich sie so behandle, dass sie das auch tun, wenn keiner dabei steht mit Zuckerbrot und Peitsche. Und wenn ich sie gut behandle, dann haben sie auch eine genug intrinsische Motivation, ganz eigenständig ihre Arbeit zu machen und die sogar sehr gut zu machen, meistens besser als mit alten überkommenen Führungsmodellen. Es zählt alles zu New Work, was zur Flexibilisierung beiträgt, ja, Homeoffice, Coworking Spaces, Shared Offices, Gleitzeit, Sabbaticals, gemischte Teams, im Prinzip alles, was uns flexibler, also agiler, auch so ein Schlagwort, macht und dazu führt, dass ich wirklich die Ressourcen nutzen kann in meinem Unternehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe in meinem letzten Mandat eine bunt gemischte Truppe gehabt. Wir waren 25 Mitarbeiter aus bestimmt 20 verschiedenen Nationen. Ich hätte jetzt sagen können, im Vertrieb, ich habe ein Problem, weil ich habe russische Kunden, aber ich habe keinen im Vertriebsinnendienst, der Russisch spricht. Altes Denken, wir holen uns noch einen rein, der Russisch spricht. Neues Denken, ich bin ins Lager gelatscht, habe mir den russischen Lagermitarbeiter geholt und habe den ins Büro gesetzt und gesagt, sei so gut, sprich doch mal mit diesem Kunden und das geht's. Ja? Das ist die neue Agilität. Da macht nicht mehr einer nur, was in seiner Job Description steht, sondern er packt mit da an, wo man ihn braucht. Und meistens macht es den Leuten auch enorm Freude, weil es wird gezeigt, er kann zeigen, was er kann und seine Fähigkeiten werden anerkannt. Was gibt's Schöneres?
Naja, was man nicht ändern kann und was man nicht bekämpfen kann, das soll man für sich nutzen. Alles hat Vor- und Nachteile, ja. Gemischte Teams, die bringen Spaß, Abwechslung, dadurch mehr Motivation und auch neue Ideen. Auf der anderen Seite muss es natürlich koordiniert werden und man muss die fachfremden Teammitglieder schulen und anleiten und entsprechend ausstatten. Na, Arbeit 4.0 oder 4.0 ist etwas anderes. Der Begriff 4.0 befasst sich eher mit der digitalen Transformation, die aber auch wichtig ist, weil erst ein richtiger Digitalisierungsgrad die neue Arbeit überhaupt ermöglicht. Blödes Beispiel, wenn für eine Mitarbeiterin kein Laptop vorgesehen ist, dann kann die auch nicht flexibel arbeiten, weil dann ist die ans Büro gebunden. Ja? Wenn digitale Prozesse nicht da sind und die Kunden immer noch übers Fax bestellen müssen, weil sie keine Online-Möglichkeit dafür haben, dann kann ich da nicht flexibel sein. Deswegen 4.0, die Digitalisierung ist Voraussetzung für New Work. Naja, dagegen spricht er mal gar nichts. Es gibt gewisse Herausforderungen. Ne? Die Umstellung von festen Hierarchien zu flacheren Hierarchien oder wechselnden Hierarchien hat man ja auch schon bisher in der Matrix-Organisation oft gehabt, kann schon dazu führen, dass der eine oder andere schlicht überfordert ist. Es ist ja nicht jeder dafür prädestiniert, nicht jeder will New Work. Viele Menschen orientieren sich an dem, was sie kennen und lehnen Wechsel, wenn er zu drastisch ist, ab. Das andere Thema geht mir zum Beispiel selbst so, ist Homeoffice. Ja, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann kann das dazu führen, dass man sich eben von dem berühmten Flurfunk abgeschnitten fühlt und den persönlichen Kontakt vermisst. Das geht vielen Vertrieblern so, aber auch Leuten, die gewohnt sind, im Team zu arbeiten und sich auszutauschen. Denn was passiert denn, wenn wir vom Homeoffice arbeiten? Du hast eine Telco oder ein MS Teams, dann wird kurz gecheckt, kannst mich hören, kannst mich sehen und dann wird eine Agenda abgearbeitet. Ende, aus die Maus, jeder geht raus aus dem Meeting. Wenn zwei Menschen zusammensitzen, dann machst du Smalltalk, dann redest du über Dinge links und rechts von deiner Agenda. Und damit kommen viel mehr neue Ideen, aber auch neue Probleme und neue Lösungen ans Tageslicht, als wenn man einfach nur schnell was abhakt. Ja? Der persönliche Kontakt, der ist einfach durch nichts zu ersetzen. Und es ist die Frage der Balance zwischen Homeoffice und Präsenzoffice. Naja, derjenige Führungsstil, der eigentlich schon immer der richtige war. Ja, situativ und individuell. Es gibt ja bei der Führung keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ja. Der eine braucht mehr Ermutigung, der andere braucht mehr Coaching und Ausbildung, der dritte braucht Lob, der vierte muss ein bisschen angeschubst werden. Und wenn die Bude brennt, zum Beispiel in einer Restrukturierung, und dir läuft die Zeit weg, dann muss auf eine Ansage hin einfach ohne lange diskutieren umgesetzt werden. Und wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, dann ist die Zeit für Brainstorming, für längeren Austausch, für ausgedehnte Diskussionen. Das hängt auch immer von der Situation ab. Naja, New Work ist schon wichtig und mehr als ein Modetrend, weil natürlich die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Ja? 8 Stunden im Büro zu sitzen, ist kein Indiz mehr für Leistung. Ich kann 8 Stunden Zeitschriften lesen, ich kann aber auch in 2 Stunden am Abend auf dem Golfplatz den Megadeal meines Lebens abschließen. Ja, ganz einfach, weil viele Manager nicht so schnell umdenken und umhandeln können. Was man jahrzehntelang gemacht hat und richtig und erfolgreich gemacht hat, das kann man nicht über Nacht ablegen und sich über Nacht komplett um 180 Grad drehen und auf eine ganz neue Arbeitswelt einstellen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, und diese ganze Transformation, die ist schon ein größeres, umfangreiches Projekt für sich. Und da holt man sich am besten Interimsmanager rein, die einem dabei helfen, weil A, die kennen sich aus, die müssen nicht durch Versuchen, Irrtum viel Zeit verdatteln.
Und zweitens, die haben die eingeübten Fähigkeiten, die man braucht. Ja? Zum Beispiel, ich bin Uwe Rembo Interim Executive. Ich habe mich auf Restrukturierungen spezialisiert. Und Sie bleiben am besten so richtig gut und machen weiter mit der schönen neuen New Work World.